Bist du da, Helga? Ja, was ist denn los? Hast du es mit dem Wendler mitbekommen? Ja, das ist ja wohl... Unglaublich, oder? Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin direkt ausgetreten. Was ist ausgetreten? Aus dem Fanclub. Michael Wendler Fanclub? Michael Wendler Fanclub. Bist du so ein Fan? Ich war die Vorsitzende, Helga. Wie viele Mitglieder hatte der Fanclub? Das war nur, Das war nur ich. Ach, das war's nur, Das war nur fürs Feeling, Helga. Das ist auch schön. Traurig ist es, du. Traurig. Der hat doch, innerhalb von... einer Minute hat er doch, quasi alles in Dort. Ja. Ganze Karriere in Dort. Der hatte Verträge. Bei dem einen war er doch hier. Das mit, im Fernsehen hier. Wo sie doch da hier, Wie heißt es noch? Tauschkonzert? Nee. Voice of Germany? Nee, das hier, Paris Ferraris? Nee. Schade, guck ich gerne. Sehe ich auch gut. Ich mag ja den Horst Lichter so gerne. Deutschland sucht den Superstar. Sehe ich furchtbar. Da sollte der Wendler doch in der Jury sitzen. Vorher doch schon. Wie? Haben sie doch schon mit ihm gedreht? Und dann wollte er nicht mehr. Nee, dann wollte er plötzlich nicht mehr. Ja, da kann ich mir vorstellen, warum der auch nicht mehr wollte. Warum? Überleg doch mal. Komm nicht drauf, sag mal. Ja, weil... die, der ihn geärgert hat. Was? Dieter Bohlen. Das ist doch so ein Stänkerbüdel. Ja, aber... ich kann mir das gut vorstellen, dass er deswegen aufgehört hat. Das war doch noch so ein richtiger Künstler, oder? Ja, sag mal. Ja. Das war doch noch ein richtiger Künstler. Die Musik ging ins Herz und, ja. Durch den Dickdarm wieder raus. Hat er sich alles kaputt gemacht. Sie liebt den DJ. Ich weiß, Irmgard. Hat sie ihren Mann aber noch nicht erzählt. Nee, das Lied vom Wendler. Sie liebt den DJ. Ja. Hochzeitstanz. Von meinem Mann und mir. Das ist traurig, Marianne. Bist du nicht traurig? Dann nun beruhig dich mal. Kleid dich. Der Wendler hat mich berührt. Oh Gott, in dem Teambereich? Nee, im Herzen, Helga. Im Herzen. Nun beruhig dich mal, die Nachbarn gucken schon. Ja. Die denken, du hast wieder was mit Julia Leuschig geguckt. Ist aber auch wirklich traurig manchmal. Ich frage mich ja auch immer, wie das so weit kommen konnte. Ich denke, Julia Leuschig hat in ihrer Kindheit schon gerne Leute gesucht. Nee, mit Wendler. Ach so. Wo soll er irgendwo herkommen? Der Wendler war doch ein ganz normaler Typ. Ja. Bodenständig. Ja. Sympathisch, sag ich mal. Und dann sowas. Ja, aber woher, Helga? Ich hab da so eine Vermutung. Eine Vermutung? Ich hatte da... Mach mal. Ich glaube ja, dass hier... seine Freundin? Ja. Oder? Ja. Die ist doch... Ja. Die war mir von Anfang an schon. Die hat ihn instrumentalisiert. Genau. Die ist doch auch die Bestimmerin in der Beziehung. Das ist eine Zicke, Helga. Ist sie, ne? Das ist eine Oberzicke. Und die hat ihm das eingeredet mit den Verschwörungssachen. Ja, ich kann ja auch sagen, wieso. Wieso? Die will an sein Geld. Glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht, Marianne. Die will an sein Geld. Der hat doch gar nichts. Der ist Millionär. Der hat Schulden, Marianne. Helga, das ist ein Star. Ja und? Weißt du, was der verdient? Ein Arschtritt nach seinen letzten Aussagen. Ich habe den mal angefragt. Hier für Sisebi Feuerwehrfest. Sag mal. Ich wollte mal wissen, was der nimmt. Und? Ja, rate mal. Will ich nie. Nur rate doch mal. Will ich nie. 1000 Euro. Geht doch noch. Pro Minute. Was? Plus Anfahrt, plus Reisekosten, plus Verpflegung. Verpflegung hätte er doch hier Bratwurst kriegen können. Die können er immer machen, ne? Beste Bratwurst überhaupt. Muss er sich nicht mit verstecken. Aber solche Superstars, die essen ja wahrscheinlich nur so... So feine Sachen, ne? Zebra. Ein Zebra, meinst du das? Ist er was Besonderes? Hast du mal... Ich hab da mal 99 auf Safari. Hab ich mal einen Zebra gegessen. Und das ist so ein Superstar-Essen, oder was? Marianne, ich kenne mich doch nicht aus in so einer Welt. Nee, ne? Ich kann mir das nur einfach vorstellen, dass der Wendler da gern mal ein Zebra isst. Genau. Der kommt ja auch nicht mehr zurück, ne? Das Zebra jetzt? Der will da bleiben, hat er gesagt. Will er in den USA bleiben? Ja, dumm und dumm gesetzt sich gern. Harte Kritik, Helga, aber nach seinen letzten Sachen, die er gesagt hat, absolut berechtfertigt. Ja. 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 Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Rübenschmaus mit Kochwurst. Kann ich nicht, da bin ich... Kannst nicht, von mit morgen wieder... Muss ich von humpeln. Ja, dann gute Besserung. Ciao. Muckdad. Muckdad.